Hallo und herzlich willkommen hier bei Mini-Klangwunder und zwar wieder ein Teil des Geschenkefinders, was genau der Geschenkefinder ist und was euch erwartet im Detail, das könnt ihr im ersten Video nachsehen, tatsächlich, da habe ich es ziemlich genau erklärt. Hier bleibe ich jetzt mal an der Oberfläche, es geht darum, dass ich euch Produkte vorstelle und zwar, nicht auf technischer Detailebene, sondern wirklich so, wie sie mir gefallen, was ich für einen Eindruck davon habe. Und ja, ich stelle natürlich nur Produkte vor, die mir gefallen und die ich tatsächlich empfehlen kann. Ich möchte euch den ISA 2 nochmal zeigen. Den habe ich schon seit längerem in meinem Besitz. Ein absolut Wahnsinns-Kopfhörer, immer noch. Auch wenn ich mit vielen anderen Kopfhörern immer höre und auch wenn ich sage, Stax, super geil, oder Ananda, ganz toller Kopfhörer für, wenn ich Filme gucke und so weiter, mal eben schon aufgesetzt, nutze ich fast immer und überall. Eigentlich müsste ich das mit dem ISA 2 machen. Warum ich das mit dem nicht mache? Da ist so ein bisschen die Ehrfurcht, des Preises wegen, der liegt ungefähr bei 2300 Euro. Den gibt es jetzt sozusagen als System, ISA 2 System wird er jetzt genannt. System komme ich gleich zu, weil da wird dann das hier mitgeliefert, das sind andere Pads. Aber ich möchte dir nochmal zeigen, wie der aufgebaut ist. Ja? Also Kopfband aufs Nötigste minimiert, sehr luftig, die Verstellung, hier diese Fiberglasstäbe da drin, mit Carbon ist der ausgestattet. Der ist super leicht, also ein super leichter Kopfhörer. Offen, nicht ganz so offen wie ein Ananda oder ein Stax L500, L700, sondern ein bisschen gedämpfter. Drei Viertel offen, würde ich jetzt sagen. So von einer klanglichen Reduzierung, was von außen dann noch an den eigenen Ohren zu hören ist. Auch hier wieder sehr schön eingearbeitet, diese besonderen Stecker zum Aufstecken. Ja, da wird nichts zum Zufall überlassen. So ein bisschen Flair von Weltraumtechnik, robust, obwohl der so, so minimal konstruiert ist. Und obwohl es Menschen gibt, die sagen, für den Preis will ich aber was haben mit Holz dran, mit dick Metall dran. Muss schwer sein, da muss man was in der Hand haben. Finde ich nicht. Total geil, das Ding. Auch hier nochmal zu sehen, wenn ich den so auf habe. Immer noch. Und klanglich. Ich will nochmal die Pads zeigen, wenn man da so reinguckt. Ja, also sehr groß, auch hier. Naja, nicht ganz so viel wie bei einem Ananda, da kann ich jetzt noch viel mehr bewegen, aber meine ganzen Finger, meine Hand passt da so rein, ohne Probleme. Wenn ich den über die Ohren setze, stößt nichts an. Total easy. Ich ziehe die mal ab. Die sind nämlich jetzt so gefertigt. Hier sieht man schön. Hier die Spiegel nicht umsonst. Eine ganz glatte Oberfläche. Muss ich mal ein bisschen sauer machen. Man hat das gerade gehört beim Abziehen. Es schmatzt so schön. Und hier kann ich mal zeigen. Hier sieht man auch den Treiber und diese Carbonfläche. Da wird dann nämlich der hier einfach so aufgesetzt, draufgedrückt und dann sitzt der. Das ist, wie steht da so schön drauf, self-adhesiv, also selbstklebend quasi, mit Adhäsion zieht sich das dran und dann kann man das sehr schön abziehen. Die andere Seite natürlich auch, klar, da hat man es nochmal ein bisschen besser gehört. So, und was macht man jetzt mit so einem Kopfhörer, der keine Polster mehr hat? Neue Polster drauf machen, logisch. Hier, jetzt klappert das ein bisschen. Ich habe hier neue Polster aus diesem Material. Das ist so eine Art Velour, ganz feines. Oder die ganz normalen Standardpolster sind das hier. Kunstleder, geschlossen. Genau. Aber alle haben das Gleiche. Alle haben wieder diese Rückseite hier. Ich setze hier mal. Muss man gucken, wo hinten ist. Die Polster sind nämlich unterschiedlich dick. Man muss natürlich auch das, was hinten sein soll am Ohr, muss auch das dickere sein. Und dann kann man das hier so schön ansetzen und einfach aufdrücken.
Ja, hier ist dann so eine Folie bei, die klebt nicht, die legt man einfach dazwischen. Das ist so eine Wachsfolie. Auch ganz gut, dass die mitgeliefert wird. So, und wenn die einmal angedrückt sind, dann halten die auch. Also die fallen jetzt auch nicht ab, auch nicht, wenn man die ein paar Mal aufsetzt oder abnimmt. Und hier habe ich jetzt dieses Velour. Sieht genauso aus wie vorher, klingt aber anders. Ein Kopfhörer, drei Polster, drei verschiedene Klangsignaturen. Das finde ich so super spannend jetzt auch an dem ISA 2. Gekauft hatte ich den damals mit den, ja, mit diesen Polstern. Das sind die Standardpolster, Kunstleder, geschlossen. Klingt im Vergleich zu den anderen Polstern interessant. Interessant im Sinne von, die Mitten etwas, also Gesang kommt sehr gut heraus, im Bass tief, aber ein bisschen zurückgesetzt. Im Hochton auch recht zurückgenommen. Also recht gesangbetont, möchte ich es mal nennen. Eigentlich so gar nicht mein Ding. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ne. Warum habe ich den gekauft? Weil das so akkurat und so genau und so genial geklungen hat, wo ich gesagt habe, alles, was ich da so gehört habe, das war so die Zeit, wo ich ganz viele Live-Sachen gehört habe. Ganz viel Gesang, stimmliche Sachen. Das war hier auch im Jazz, also wirklich Female Jazz Voices. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. So, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Minimal gehört und durch die Grenrees gegangen und habe gesagt, ja, da fehlt dem dann manchmal so ein bisschen der Kick. Da gab es dann irgendwann mal so einen Mesa Empyrean, die haben das ein bisschen anders gemacht. Das war plötzlich schwungvoller, obwohl das auch nie so richtig das ist nie Liebe von mir geworden, der Mesa Empyrean. Einmal, weil er noch teurer ist und zum anderen gibt es auch für den verschiedene Polster und ich glaube, ich hatte den in der Ausstattung, die mir so gar nicht gefiel. Naja, auf jeden Fall haben mir viele gesagt, naja, der hört sich viel besser an und da habe ich gesagt, ja, irgendwie komisch, es gibt ja andere Polster und habe die dann auch getestet. Und hier ist jetzt, die ich gerade drauf hatte, das ist dann, wenn man das so sich ansieht, von innen mit perforiertem Anteil, außen wieder Kunstleder. Und dieser perforierte Anteil, der sorgt nochmal dafür, dass natürlich in den mittleren Frequenzen diese Frequenzkurve sich ändert. Und damit klingt er tatsächlich deutlich agiler. Mitten kommt nicht mehr ganz so prägnant raus. Der Bass wird auch deutlich, deutlich kräftiger im Vergleich zu allem anderen. Und im Hochton tatsächlich, im oberen Hochton, ist hier eine kleine, also gehört gefühlt, eine kleine Anhebung drin. Das liegt daran, weil dann da so eine Senke nochmal aufgebaut wird. Und da würde ich jetzt einfach sagen, das sind so die Polster, die in meisten in Richtung Mainstream gehen. Mainstream am ISA 2 ist eigentlich schon fast so ein bisschen Blasphemie, wenn man mit dem ISA 2, wenn man da von dem Original ISA 2 kommt. Aber ist natürlich Quatsch. Auch das hat seine Berechtigung. Damit klingt er einfach so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, ja, ein bisschen mehr nach Mainstream. Vielleicht ein kleines bisschen massentauglicher, verliert aber nicht sein Charakter, muss man auch dazu sagen. Es wird natürlich kein Empyrean oder kein anderer Kopfhörer. Das muss man einfach dazu sagen. Die nächst guten, oder, achso, die habe ich hier jetzt drauf. Hier diese Velour-Polster. Ja, auch hier nochmal. Da reflektiert auch nichts. Das ist nochmal noch eine ganz andere Nummer, weil ich glaube, ich habe in meinem Artikel geschrieben, das ist so ein bisschen wie dieser Eco-Modus, den es heute so gar nicht mehr gibt. Früher gab es welche mit einem normalen Verbrauch. Das sind dann die Polster, die da ursprünglich bei waren. Da gibt es noch so eine Art Sportwagen-Turbo-Modus. Das sind dann die ich jetzt hier gerade beschrieben habe. Und dann gibt es hier so einen Eco-Modus. Die sind quasi das Bindeglied zwischen diesem Turbo-Modus und diesem normalen Modus. Wenn ich nämlich mit denen höre, dann merkt man schon, da kommt ein bisschen mehr, auch im Bass werden die ein bisschen fordernder, das wird ein bisschen spaßiger, aber auch Gesang wird jetzt nicht plötzlich zu weit wieder zurückgeschraubt, sondern das bleibt auch da. Im Hochton ist es aber so, dass es eher in Richtung Standard geht, also mit den Standardpolstern, da wird nichts aufgesattelt, das heißt, Die spielen damit total relaxed, bekommen aber einen schönen, etwas kräftigeren
ja, Unterbau bis hin zum Gesang. Das macht richtig Spaß hierbei. Hochton, treiberbedingt ist der Hochton sowieso richtig toll bei denen, auch wenn er nicht überborden ist. Ganz wichtig. Also da ist kein Hochton bei, den ich unbedingt bedämpfen muss. Ich habe hier auch noch nie eine Scheibe eingelegt, obwohl die mitgeliefert werden. Ich hatte das schon mal gezeigt bei einem Video mit dem Arjons. Da werden ja diese, das Tuning-Kit, so nennt das Denclark Audio, wird auch hier mitgeliefert. Brauche ich aber gar nicht. Das wäre mir dann tatsächlich zu wenig. Ja, und je nach Stimmung muss ich ganz ehrlich sagen, nutze ich entweder diese Velourpolster oder eben diese perforierten, die ich jetzt gerade drauf hatte. Jetzt geht es Richtung Winter, jetzt nutze ich wieder mehr die Velourpolster, wenn ich mit dem höre, weil das einfach ein bisschen entspannter ist. Das ist so ein bisschen in den großen Sessel zurücklehnen, Musik hören, schön entspannt, ein bisschen angedickt, also ein bisschen wärmer die Musik, passend zur Jahreszeit. Und interessanterweise, wenn es dann wieder länger Sonne gibt, wenn alles ein bisschen agiler, lebhafter wird, dann wechsle ich gerne wieder auf diese Mainstream-Polster, wie ich sie genannt habe. Dann, die sind nämlich dann auch ein bisschen, ja, so ein bisschen sportlicher. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann. Ein bisschen belebter, so, genau. Die sind ein bisschen belebter, nicht ganz so gesetzt. Und beides im positiven Sinne gemeint. Ja, gut, das zum ISA 2. Ich habe da schon mal ein komplettes Review drüber gemacht. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Die Polster habe ich auch schon gut erklärt, habe ich jetzt nochmal aufgefrischt. Auch hier im Rahmen des Geschenkefinders war mir das wichtig, den auch nochmal zu benennen mit den Sachen, auch wenn ich ihn da habe, weil er immer noch ganz oben auf meiner Liste von den Kopfhörern steht, mit denen ich immer wieder höre und immer wieder gerne höre, das muss man sagen. Ist natürlich Overkill, wenn man jetzt Kopfhörer hat wie die, die ich bis jetzt vorgestellt habe, plus dem noch. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich auch ein Stück weit wirklich so. Würde ich das nicht machen, hätte ich gar nicht so viele, dann wäre ich wahrscheinlich mit ein, zwei zufrieden. Aber das ist auch die Gefahr. Man, oder ich bin halt jemand, der relativ gut auch mit unterschiedlichen Sachen zurechtkommt und auch unterschiedliche Sachen nutzen möchte. Ich bin eben niemand, der nach dem einen Besten sucht und immer, wenn er was Besseres gefunden hat, das Alte unbedingt wegtun muss. Weil ich habe nicht so viel bessere Sachen, sondern ich habe ganz viele Sachen, die sich auf einer Höhe einordnen. Und da ist es auch schon fast egal, wie viel die kosten, weil jeder dieser Kopfhörer, die ich hier vorstelle, hat was, wenn ich damit höre, was mich wirklich so fesselt, dass ich sage, die will ich auch behalten, die will ich auch immer wieder hören. Wenn da welche bei sind, wo ich nach einer Zeit merke, da ist wirklich ein anderer gekommen, neuerer, den ich jetzt neu gehört habe und jetzt wird der andere austauschbar, so möchte ich es mal sagen, dann mache ich natürlich für mich ein kleines Upgrade, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber das mache ich dann schon. Aber den ISA 2, den habe ich bis jetzt durch noch nichts ersetzen können. Deswegen wollte ich den im Geschenkefinden auch nochmal benennen. Muss natürlich jeder selbst wissen, ob ihm das gefällt, was er hier hört. Und auch da möchte ich nicht sagen, oder möchte ich nicht urteilen, wenn jemand sagt, ihm gefällt er gar nicht, dann ist es so, dann nehme ich das so hin. Und wenn jemand sagt, der ist absolut genial, dann kann ich das so unterstreichen. Ich würde jetzt nie sagen, wer das nicht hört, hat keine Ahnung. Das wäre nämlich das Falscheste, was man machen kann. Das Hören und Gefallen ist sehr subjektiv. Auch wenn es da, das wäre ein eigenes Video, ganz viele Meinungen zu gibt, die vielleicht was anderes sagen. Weil ja jeder Mensch gleich hören muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, bis hierhin. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, gerne eure Kommentare unter das Video. Kanal abonnieren wäre auch mal nicht schlecht. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Muss auch mal sein. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal.